So, mit etwas Verzögerung geht's los. Kleiner Wimpeltausch noch. Wir wünschen viel Spaß und ich sag jetzt traditionell vorab. Nicht orientieren lassen. In Rot heute unsere Gäste in Richtung Kaufland. Und das Grün geht Richtung Lindheim. Das ist unser SSV 80. Viel Spaß! Nehmen auf geht's, ja, oder verwirrt! Abstandsregel. Ja, ey, komm. Boah, ich bin gefahren, Junge. Die.
Ja. Sind Vierter geworden letztes Jahr. Und haben halt jetzt hier in Arendsee ein Trainingslager. Ja. Genau. Nee. Also zwei Ecken hatten wir, aber das war's. Von Thomas dann. Oh, ekelhaft. Aber du, wenn man da irgendwann drin ist, ne? Sicher gut. Ja, logisch. Aber bloß auch zwei Tage, ne, drei Tage, ne? Weiter. Und wann geht's für euch dann zur Ostsee? Danach gehen wir das. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Siegestapelung. Mit dem mit Dreier schlägt sich Fumble, Katar? Ja. Kreative Staffelung da! Für die Außenmannspieler ist das auch richtig scheiße. Boah, die sind nur am Auf- und Ablaufen. Aber gerade da haben wir so viel, sag schon, Möglichkeiten. Ne? Also wir haben quasi vier Spieler, die dort auf und ab einfach das ganze Spiel lang auf- und ablaufen. Wer spielt das und klingt? Das ist Hardy Wolf. Vorne ist der Steampacker. Genau. Und Xaver, genau. Flo, das ist Clemens jetzt. Da hat er jetzt wieder einen Haarschnitt. Sascha Simon! Also sonst, genau. Vorne die andere. Genau. Hol dir mal eine Milch. Ich habe hier eine Glasflasche, oder? Mit Sascha müssen wir auf jeden Fall Kopf verlieren. Und ordnen, wenn er ordnen! Landesliga. Landesliga Süd. Gut so, da ist gut. Ich glaube, die Rätsel geht nach der offiziellen Spiel. Ja, genau. Also da war jetzt ein Software-Update und das hatten sie jetzt am Mittwoch gemacht. Ja, rein theoretisch läuft sie auch, aber die übertragen das noch nicht und ja, die Spiele kriege ich auch nicht, weil es dient alles nur zur Kalibrierung, das was sie jetzt aufnehmen. So, also die läuft. Ja, sie nimmt schon auf, aber nur für... Ja. Genau. Gut so, schieben! Ja, kriegt das unten auf sein iPad. Ja, und drin wird jetzt automatisch auch gleich eine Analyse erstellt für die Halbzeit. Mit Pfeile und Räumer. Genau, von Erik Meyer. 100%. Genau.
In der ersten Halbzeit haben wir Viererkette gespielt. Und zweite. Nee. Nee, Maurice Bogdan hat zwei Tore geschossen. Ach, du hast echt eine Milch mit. Ich dachte. Nee, es hat keiner zwei Tore weiter. Nur Ritzer hat zwei Tore geschossen. Hm? Nee, auch nicht. Hannes Schreiber hat eins geschossen. Ja. Nee, Hannes Schreiber ist im Urlaub. Drei Wechsel heute, ja. Wer? Gendes Knie, der hat eine Schleimbeutelentzündung. Marvin Bogdan daneben auch. Und es ist quasi wie eine Erkältung, das geht rum. Weißt du? Ich war gestern auch bei Bittner. Ja, gestern. Hm? Ja, und jetzt sollte ich nochmal zum Röntgen, weil da gibt es irgendwie so eine bestimmte Röntgentechnik, um in das Kreuzband rein zu röntgen, keine Ahnung. Und das würde er sich angucken, am 24.08. habe ich dann nochmal einen Termin dann. Und dann entscheidet er, ob MRT oder halt nicht. Ja. Boah, wobei ich mir denke, warum nicht gleich MRT? Also da sehe ich doch sowieso alles. Ja, ja, aber... Richtig, Sascha, richtig da rein raus! Ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht werde ich jetzt einfach privat passen. Ja, ich werde einen schönen Mittagsschlaf, wenn wir auf dem Balkon macht. Die Woche ist anfängbar. Aber du kennst das Problem, scheinbar. Gestern war der 3000er bei uns. Der 3000 Meter Lauf. Gestern. Und Ali läuft erstmal fast unter 10. So, dann hatten wir eine Woche davor, den Dienstag, hatten wir den 5000 Meter Lauf. Ja, Ali Wolf läuft einfach mal eine 17,52. Das ist auch 3 Minuten 24 im Schnitt. So, Fabi Beck. Also der Spitzer ist. Der läuft immer um Arendt See. Eine Runde sind 9,5 Minuten. 9,5 Kilometer, ne? 33,27. Ist im Schnitt 3,17. Hey! Ja, hallo. Also hier bin ich, wenn ich 1 Kilometer laufe, muss ich schon sprinten, damit ich das schaffe. Weiß ich gar nicht, wann der das letzte Mal gepfeffert. Ne, der hatte so einen Spin. Der war ein Floater. Marvin. Hau ich nicht da? Hau ich im Urlaub schon. Ist immer so kaputt, ja. Aber wie kommst du zum Fahrfuß? Ja, ich mir so überlegt. Fasten oder? Willst du wieder unter 100? Hä, bin ich schon. Echt? 37,8. Echt? Seit 2 Wochen, seit dem Montag letzte Woche mal. Okay. 103er. Ja. Seit Montag letzter Woche? Hast jetzt schon. Obwohl da Peggy noch Kuchen mitgebracht. Hast jetzt. Es gab auch 2 Mal Eis. Und aus welchem Grund? Wir hatten so, Rosi hatte gestern. Bei Google Vanille mit Erdbeeren. Oh, sorry. Ist ja toll. Da hängt so viel. Boah, aber ganz ehrlich, das ist ein Freund geschuldet. Da und da.
Das ist wirklich, das ist ein Teppich. Das ist so geil. Das ist wirklich keine Unebenheit. Sei denn, wenn jetzt jeder mal Renngrätsche oder sowas. Ja, aber. Wie viele Dinger kommen hier hoch? Immer einzeln. Naja, weil ich hab da vom Druck her. Nee, genau. Genau. Also, wie viele sind das? Wir haben da einen, da, also da zwei, auf der Seite zwei. Ich glaube, hier ist einer. Ich bin mir nicht sicher, ob hier in der Mitte ist auch noch einer. Also warte mal, 2, 4, 6, 8. So, ja, auch gut, auch gut. Hinter Mann! 8, 2, 4, 6, 8. Ah, gut, Jürgen! Ich glaube 15. In der Mitte sind 3. Also so quasi an diesem Halbkreis da vom Tor, vom Strafraum. In der Mitte. Und dort auch. Also in der Mitte sind 3. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier nur einer ist. Oh, richtig jetzt Fund von Hai. Qualitätsmäßig. Also. Sascha! Sascha, geh mal hin! Selbst seine Oma nennt ihn so. Ganz genau. Oh, hast du schön gestrichen, oder wie? Ich hab auch wieder einen richtigen Vogel abgeschossen, ja, der beim Streichen. Heike auf dem Balkon gemacht. Nee. Aber halt mit dem Pinsel so und dann sind ja immer so ein paar Spritzer. Ja, schön auf die neuen Polster. Also nur, es sind nur zwei Tropfen. Also so zwei kleine Tropfen, weißt du. Aber trotzdem, ey, wieder richtig. Ja, kannst ja nicht umdrehen. Weißt du, ich habe ja auf der anderen Seite habe ich ja so ein Anti-Rutsch-Ding. Ja gut, da kann ich auch noch oben zeigen. Ja, aber alles gut, man sieht es schon, aber es sind halt wirklich bloß so ganz kleine, millimetergroße Flecken. Es sind zwei Tropfen. Hier unten ist Steffen auf jeden Fall und Mika. Mika sag ich schon und Edgar. Und Andi Lenz. Und wo Micha ist, weiß ich nicht, der kann sein, ah nee, der muss arbeiten, glaube ich, Micha. Ja, vielleicht ist er nicht Bleib vorne, Bühlkranz! Nein, lieber Veranstaltung bei Norbert.
gut. Ausfälle, oder? Nö. War alles super. Ich habe auch gar nicht. Doch, Frank Fehse ein bisschen. Ja, er war. Nee. Er war richtig hart. Wirklich. Ich habe das noch nie gesehen. Er hat einen Lachkrampf bekommen. Frank Fehse einen Lachkrampf. Ne? Da hat er hat die ganze Mannschaft auf einmal unterhalten. Ne? Jetzt ja. Zu uns. Sieht so ein bisschen schräg so. Richtung Wind, also. Nee, am 1.8. Also nächste Woche. Nee, auch nicht. Aber dann die Woche danach. Also jetzt nicht diese Woche, sondern danach. Da fängt er dann bei uns quasi hier das Trainingslager bei uns hier an. Naja, dann haben wir Dienstag Training, Mittwoch Spiel, Donnerstag Training, Freitag Training, Samstag Spiel oder Training und Sonntag auch, irgendwie weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir dann, glaube ich, 5 Einheiten oder sowas. Wenn der Ball gespielt wird, ja, kann ich dir, glaube ich, 1010 zeigen, dass es genau so ist. Das war früher mal, dass sie gesagt haben, ja, Ballkontakt oder sowas, aber... Weil er geht ja sowieso schon aktiv hin, selbst wenn er abbricht und andere hingeht, ist er aktiv zum Ball gegangen. Aber den haben wir ja hier nicht. Der gibt hier ein Signal an. Komm da,
ganze mitmachen, ja. Okay, komm! Lieber und Clemens, komm, wir müssen wieder! Ich habe geguckt, wie lange die Sonne weg ist. Nee, wegen Kameraeinstellung. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte die Folge weit haben. Über das, was ich filme. Könnte sein, ja. Hallo, jetzt hör mal auf. Ach stimmt, ja klar. Ja, aber gut, die werden es nie hören, aber. Okay, Risiko. Hat er wieder Rückenlage? Ja, komm, der eigene Fußball da raus hier. Das ist geil. Simon, Simon! Guck er! Wohin? Debbie, aufpassen! Vor allem weswegen? Sind wir oder so? Debbie. Da müssen schon zwei von dir da stehen. Tja, vielleicht war es für die ja Durchgangshöhe. Sascha, ja! Sascha, ja! Der wird mal alle nachgehen. Okay, Ruhe! Ich sehe, das ist ja mal drin. Wieder!
Die Reuter ist noch nicht mehr. Der ist zurück nach Heinz im Gegner. Keine Ahnung. Dein Effekt hier ein bisschen verpufft, wa? Dass du hierher gekommen bist, dann ist ja gleich ein Tor gekommen. Ja, auch einfach. Zertretung, aber ist auch dick geworden. Hier Brocken, ey. Ich weiß ja, war ja damals auch bei Ständer und so. Hey, grüß dich, hi. Konsequenter da. Trotzdem muss er den Pinball haben, oder nicht? Ja, da meine ich ja konsequenter. Schieben!
Schön lange aufrecht geblieben, ja. Aber die Männer hat ja auch schön Masse. Fläche, die er. Ja. Also, das ist schon ein Vorteil. Die er verdecken kann. Tobi Giesecke ist heute auf dem Festival. Okay. Wo denn? Auf dem Heidenfeld. Was ist das denn? Bis Sonntag bei einem Kumpel mit 40 Leuten, richtig mit Zelten gebaut. Und die Zelten da und so. Echt? Die Frauen. Dein Gelb? In Gelb? Mhm, ich glaube schon, ja. Hinterlaufen! Hinterlaufen, nicht vor ihm laufen! Nimm den Kopf auf, Mensch! Alle Körpersprache da! Hinterlaufen muss Ritze. Ich habe übrigens die Mail bekommen, dass ich verstanden habe. Mensch, zieh doch die Jacke an. Du bist ja so klein, du. Bin ich schon. Das ist doch nicht mal 1,80 oder?
2,70? Das fällt dir jetzt auf, 1,78, okay? Quatsch. Doch, wirklich. Wirklich. Diggi. Da warst du 10, glaube ich. Nee, 16. 1,76 war das. Also, ja, wenn du willst. Toni, durchlaufen! Einfach durchlaufen! Auf was lang! Ich habe ja nur echt nicht so eine Idee, aber ich finde, die Simon, der läuft auch hinten nicht so. Alles gut, trotzdem. Hey, Scheiße, überall spielen! Manni. Manni. Ach, oder Holly. Stimmt, nicht Manni, sondern Holly. Das ist ja noch früh nach Vorbereitung. Der hat hier vom von wem? Ach so, stimmt. Nicht. Ist er das? Meinst du? Nee, nein, 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 das ist so. Nee, 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 du, er geht doch nicht zum Sport. Ja, aber ja, ja, scheinbar auch nicht. Thank you.
Dann musst du dir einen Stuhl mitbringen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt sind wir eine kleine Anglerstühle, weißt du? Ja, ja. Jetzt sind wir eine kleine Hocker. Es gibt ja auch so Stühle, wo nur ein Ding dran ist. Wir müssen mit dem Weg. Stehen bleiben! Ah, mit einem Bein meinst du? Ja, ja. So ein, kannst du hier so als Gurt so rummachen? Ah, echt, ja? Ja, okay. Das ist so ein kleines Schwänzchen dann, oder? Nee, das ist von drin. So. Ich kann nicht mehr ran, aber ich möchte es.
Geplant, ne, bisher. Ja, ich weiß ja auch noch Zeit. Ja. Es ist schwierig, weil du hast ja den Druck, dann hast du die, ja, weiß nicht, im Freiwurf ist es ja auch nicht, du hast ja schon. Schönes Ding. Oh Gott! Alter, sieht der Etwas, du wolltest mir die zu alle so halt schon böse hin. Findest du? Sauer Punkt zwischen. Ja, Gott sei Dank. Ja, durch die Sonne. Ja, die sind aktuell, die sind neu. Echt, ja? Ich dachte, was mit drin? Alle gucken sich das an. Wer bist du? Ignoriert mich einfach. Vier Seiten! Hau dich! Einer rum! Einer! Einer rein! Hau dich weg!
hauen hier die Schweine mal weit. Auch richtig dumm, wenn sie ihn dann ganz oben hinlegen. Auf Klingeln. Also, ich dachte, hast du geklappt. Ich bin so steif. Ich bin so steif. Mir tut alles weh. Warum hängst du? Alles weh, ey. Rummelungers. Schön abgestuhlt, ja? Drei Wochen lang, ey. Nee, nicht. So ein Mikro, was ich so gemacht habe, oder? Oder bei Ikea? Ja. Ja, vor allem auch richtig, richtig dumm gewesen von mir, ne? Alter! Du? Richtig dumm gewesen von mir. Ich war schön am 20. da oder so. Ja, geht's natürlich auch gleich nochmal ab. So, ja, ist ja doof. Das war richtig dumm, ey. Ich hätte am 23. fahren sollen oder sowas, ne? Variante von dir, oder? Soll aber flach kommen. Halt. Nein, mit Spielermaterial nicht. Zu viel zu labern. Platzfehler. Ja, ich weiß nicht, wann gewässert wurde. Also. Das ist mein Oberschenkel. Thank you.
Sascha, pass dich! Wir nutzen das Spiel, um noch ein Resultat zu vermelden. Eintracht Berge zur Halbzeit 5:2 vorne gegen unsere zweite. Endstand 5:6. Steven Werner, Tickets gibt es dann am Ausgang. Was ist mit Steven Werner und Tickets? 5:6, Alter. 5:2 haben die gespielt. Also zur Halbzeit und dann. Wahrscheinlich hat er Stürmer gespielt. Ja, alles fürs Festival. Ach, so ein Ball ins Nichts, ey. Also das war so ein halbes Ding, so, ne? Entweder er schiebt ihn gleich durch zu Paco oder... rausnimmt. Oh, er macht das für. Können wir eure Tor hinter die Beine richtig zu flacken? Also so richtig bis. Könnten sie machen, ja. Das, ich will, ja, das kann Sau, Junge. Alter, zieh doch deine Jacke an. Ich schwitze wieder. An dich. Ja, mach langsam. Wir waren ja beim Spiel Tennis Dose. Ne, wir waren hier mit allen. Wir waren, glaube ich, zu neunt, ja. Mit Bulli sind wir in die Fahrt. Am Mittwoch 18:30 Uhr. So, nach 64 Minuten erstmal zu Nummer 4 von Kuse und Ja, hinten raus waren halt viele Wechsel, ja, dann hat nur noch quasi fast die A-Jugend von Ständer gespielt. Da sind auch, halt auch die lange Zeit, oder stand das so lange Zeit so ein Remis? Unentschieden stand es lange, ja. Aber es war von Tennis Borussia als Regionalliges, also war echt sehr, sehr zerfahren.
Ne, doch einmal war, wo er so ein Zweikampf war, wo dann abgepfiffen wurde und dann kurz Pause war. Guter Laufweg von Sascha. Gut, Abo! Macht ihr mich in der Zeit so ein bisschen an der Wade massieren? Schade. Und ich auch. Ja, oder halt Sascha. Schissen, oder wie? Ja, hast du eine kurze Hose an? Ja, also. Ja. Ruckzuck spannt die Hose. Stand noch zwei von uns. Boah, geil. Boah. Alter, das war ein Schrei. Wo kam der denn her? Ja, deswegen, wo kam er denn her? Thank you.
Da stehen Sachen drin. Also so Sportutensilien und sowas. Mach doch den einfachen. Bring ihn doch gleich. So, 72, Sport, Doppelwechsel beim SS-80, Garde legen, Spürbund verlassen. Sein Einstandbar ist gar nicht so schlecht. Dabei. Martin Gellow, in Möhring, ja genau. Wache, 49, Nummer 13, Michael und Nummer 15, Michael Bergner. So hinter dir eine Uhr. Hä? 72. Ach so, ah ja, ist ja Spiegel. Ich hab's hier in dem Kasten. Ja, ja. Hm. Da gucke ich auch hin. Aber ich sehe bloß die Null von. Trifft er zumindest, ne? Auch von ihm schön durchsteckt, ne? Mhm. Ist es so spät? Wieder schieben, mich überhaupt! Ich stehe jetzt auf richtig gut, ey. Ja, ist das schon so. Aber ist der so schnell? Also auch wendig. Ja, ja, genau. Hi Juri macht er. Als Motivationscoach. Rein. Vorne stellen die einen Zug zu. Hast du da den Stürmer da, der als Wandspieler fungiert da so, ne? Er macht gut fest, die Dinger. Guter Ballverteiler, also. Du bist
so, hier Schnacker, ey. Das geht jetzt schon das ganze Spiel lang so. Aaron! Aaron! Bizeps kommt noch nicht. Hä? Bizeps soll noch nicht. Dass er so überhaupt laufen kann. Das kein Rot in die Zeit lang. Ja, ja, genau. Ja, Martin Papst ja genau. Ja. Die haben ja zusammengepumpt und dann auch noch Fußball gespielt und sowas, Martin. Oh, ging gar nicht. Aber eigentlich das beste Beispiel ist Norm Lübcke. Ja, ja, aber der hat halt dann zu viel Pump gemacht. Ja, und war. Ja. Das heißt, du bist so ein scheiß Schnacker, ja. Ja, vielleicht jetzt nicht so, aber. Vor allem auch in dem Slang. Geiler Dude. Nein, aber. Die Barschärfe! Hat er gut gemacht? Ja? Wenn du dann noch einen Strahl auspackst, ist ja gerne. Gut, gut! Gute Idee, gute Idee! Also immer noch, ne? Mhm. Ah, ich glaube, kommt mal jetzt. 84. Okay. Soll ich schon sagen, wer oder lieber noch nicht? Hm? Sag mal noch wer. Okay. Ich meine, man wird auch in der Südstaffel nicht umsonst Vierter. Zava raus. Wieso rückt Zava da raus, ey? Sind die Sechser da? Sascha, da muss man aggressiver und der war halt gerade vom Preußen. Den vorher umgerissen hat hier am Strafraum. Achso, ja. Ja. Ja, stimmt. Zu einfach. Thank you.
Ständer. Das ist natürlich auch so ein Meckerhügel, ne? Weil die standen dann halt dann hinter uns. Und da war halt die geilste Aussage war. Habt ihr richtig eine Hülse? Richtig in der Haupttribüne haben wir gesessen. Und da kam die Aussage von so einem Alten. Mann, ihr müsst das anders machen. Boah, war schon nicht schlecht, die Aussage, sag ich mal. Ja. Jetzt kommt Bizeps. Alter, 1,30. Du machst mir Angst, Alter. Das wäre es natürlich gewesen. So, für den Presse, die mitschreiben, Zuschauer zu heute Abend. Wir bedanken uns bei 97 Zuschauern. Ja, natürlich Shepard, ne? Also der Ball. Ja, du, jetzt muss, ne? Jetzt ist 84. Minute. Er hat jetzt quasi jetzt noch 55 Sekunden Zeit. Kann ja die Szene nicht meinen. Ja. Das wäre natürlich geil. Du, dann hätte ich aber auch ausgemacht. Und wäre gegangen. Boah, Alter. Boah, du musst irgendwo noch gehen. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht hier nach. Du brauchst doch hier deine Kumpels oder so. Ich hab jetzt hier. Meinst du, die fahren nach Hause jetzt einfach? Oder? Also nicht, genau. Also glaube ich nicht, aber. Weiß ich nicht. Also es kam auf jeden Fall nichts in der Gruppe. Für heute. Weil du ja nicht mehr Mitglied bist. Doch, bin ich. Also morgen sitzen wir ja bei mir. Also, also zumindest war das in der einen Gruppe geklärt worden. Aber da sind andere Leute, oder? Wie? Ne, da sind schon die Leute, aber kann ja sein, dass die noch eine Gruppe ohne mich haben. Ach so. Weißt du? Hier, komm mal. Diego! Komm mal her, Hintermann! Alle gut, Philipp! Gut, jawohl! Hey, hey, hey! Richtig! Ja, richtig! Weiß nicht, hast du ja 10 Minuten auf der Uhr. Aber du, das ist gar nicht. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Ich meine, klar, man ist bloß 10 Minuten auf dem Platz. Also. Aber das ist was ganz anderes, wenn du als Einwechselspieler reinkommst. Ja. Du musst da sofort das Tempo und die schicken dich halt durchgängig. Ja. Und dann musst du quasi durchgängig sprinten. Ja. Ja, und wenn du wie Elton bloß einen Sprint übrig hast, weißt du? Mensch, er ist auf den Ball ausgetreten. Alles gut. Aber gut, das könnte auch so ein Zeichen sein, dass der Platz stumpf ist. Wirklich, das war genau so ein Ding wie in Liesten damals. Ja. Auch so Rini dreht. Ritze! Jetzt hat er einen Meter geschossen jetzt. Letzte Woche. Ah, hat er zugegeben, dass ich es war. Oh, Druck aufs Ball!
Zeug 1-1. Ja, du, dann ist es so. Schieber, schieber! Kommt langsam, ja, kann Xaver nicht einfach still bleiben, auflaufen lassen und der Ball geht drüber und getroffen? Können schon, aber du willst ja zum Ball. Weißt du? Das ist immer der erste Weg, erstmal zum Ball. Er kann ja nicht auf blauen Dunst, wenn Markus ruft. Dann vollkommen in Ordnung, ne? Aber da kommt ja kein Kommando, also kann das. Gute Bewegung da, gute Bewegung. Okay. Ah, er wollte das wieder gut machen von Niesen. Ja, gut, so, wenn der Abschluss ist, vorhin. Ja, alles gut. Abschluss suchen. Nee, schlecht war es nicht. Ich bin noch da, Norbert. Ja, Abo! Alle, lass mal Abo machen! Bleib mal da vorne. Steffi, aber hier, Otto! Hier, alle weg! Pass auf, schick hier rein! Abo, Junge! Da musst du natürlich dann noch Glück haben. Schön hochgenommen.